Willkommen zurück zu Mega Man X3, der Buster Only Challenge. Ja, Leute. 4 Pappenheimer sind noch übrig. Und ihr hattet die Wahl, welche davon nun in diesem Part dran glauben dürfen. Ja, jedoch wart ihr euch dabei scheinbar nicht sonderlich einig, denn es gab eine Stimme für Neon Tiger, eine für Crush Crawfish und eine für Blizzard Buffalo. Crush Crawfish, Bolt Catfish meine ich. Ja. Ja, und eine für Blizzard Buffalo. Ja, da ich aber immer nur 2 Stages pro Video mache, wird wohl eine hinten anstehen müssen. Ja, bin niemand da. Tja, sorry, in dem Punkt sage ich jetzt einfach mal, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und deswegen gehen wir zu dem hier. Blizzard Buffalo. Ach ja. Die Stage. Ich liebe sie. Besser gesagt, ich liebe die Musik hier. Mein persönlicher 2. Platz, gleich nach Gravity Beetle. Guckt euch an. Eisbezogene Straßen, zerstörte Städte im Hintergrund. Eine abwechslungsreiche Stage, bei der man auf dem Eis ein bisschen so rumschlittern kann. Mag es welche geben, die sich daran stören, aber wie weit man da einfach mal rutscht. Aber ehrlich gesagt, ja, mich stört es nicht sonderlich, denn ja, mein Gott, wer da schon die meiste Zeit eh durch die Gegend. Warum sollte mich das also groß jucken? Außerdem kann man dadurch ein paar schöne Rückstoßspielchen machen. Und ja gut, die waren da im Weg. Geil. Ihr wisst, was ich meine. So, kommen wir mal ein bisschen auf die Stages zu sprechen. Hier haben wir ein Secret. Um das zu holen, bräuchten wir leider eine extra Waffe. Oder wir nutzen eine Ride Armor, die wir hier rufen können. Jedoch, um die Ride Armors freizuschalten, braucht man wiederum extra Waffen. Darum können wir das auch nicht nutzen. Darum kein Secret für uns. Oh, wie schade. Hey! Ah, man wird einfach so wunderbar schnell durch das Eis. Ja, ich mag das Level, wirklich. Schön designt, schöne Musik. Und wem das Gesumme hier stört, der hat mal ehrlich gesagt Pech gehabt. So. Apropos, kein Secret für uns. Schöne Grüße an den lieben Twilight Arts. Der hat mich auf ein kleines Schlupfloch in meiner Challenge darauf hingewiesen. Und zwar habe ich im ersten Part doch wirklich nur gesagt, ich mache die Bosse Buster Only. Ja. Und ab dem zweiten Part, war ich schon so drin, hab alles Buster Only gemacht. Ja. Mein Gott. Was soll's? Jetzt haben wir so angefangen, jetzt ziehen wir es auch so durch. Leerer Raum? Leerer Raum. Okay. Sehr schön. Eppa! Und es wird dunkel und ui, rutsche! Ach ja, die Stage hat so schöne eigene Elemente. Das rutschige Eis, der Weg in den Untergrund und noch was, was später noch kommen wird. Ich finde, die Stage bietet mehr als manch andere in dem Spiel. Ich mag sie einfach. Tolle Stage. Und, wow, kein Selbstmord. Secret. Dessen Bedingungen wir aber scheinbar nicht erfüllen scheinen. Was es da unten gibt, könnte ich im Moment auch gar nicht sagen. Ist mir doch glatt entfallen. Ja, Leute, das hätte ich gefragt. Wer hat das Spiel noch so weit im Kopf und kann sagen, was da unten zu holen ist? Ich weiß es gerade wirklich nicht mehr. Von daher einfach mal weiter im Text.
Ach, holen. Hier könnten wir ein E-Tank holen. Und, ui, das Wetter schlägt um. Kleiner Schneesturm. Der uns aber nicht weiter irgendwie behindert. Ey, komm, ich will einen Dash-Sprung machen. Ich will noch den Dash-Button mit. Ah! Ich weiß nicht, ob es möglich wäre, aber ich weiß, es ist... Also der E-Tank da oben ist mit einem Upgrade wesentlich leichter zu holen als auf die Methode, die ich gerade probiert habe. Und auch mit der... Haha, daneben! Okay, dafür schießt du mir in den Rücken. Sauerei. Ja. Und, naja... besagtes Upgrade wäre direkt hier. Wir haben hier eine ominöse Kapsel. Oh mein Gott. Was mag da nur drin sein? Oh. Hallo, Dr. Light. Betritt die Kapsel X. Ja, nimm dieses Bein-Upgrade. Das Upgrade wird deine Mobilität in der Luft verbessern. Du wirst fähig sein, nach links, rechts oder gerade nach oben in die Luft zu dashen. Ja, wenn wir diese Kapsel nun betreten, wird uns das Bein-Upgrade gut geschrieben. Knackpunkt an der Sache ist allerdings, ich will das Ding nicht. Deswegen mache ich hier mal kurz ein Safe State. Schaut auf meine Füße! Kaching! Sehr schön. Damit können wir nun so oder so in der Luft dashen. Echt sehr praktisch. Wir können es auch von der Wand abstoßen. Also schon den Dash-Knopf treffen. Ja, oder einfach mal hier hoch. Ja. Der Air-Dash. Ja, erhöht unsere Mobilität in der Luft um einiges. Macht das Ausweichen in der Luft nochmal einfacher. Jedoch, ich wie schon gesagt, ich will das Ding nicht. Nein, nein, bleib weg. Weg damit. Warum, fragt ihr euch? Aus einem einfachen Grund. Ja, es gibt in dem Spiel zwei Methoden, um zu dashen. Entweder man drückt zweimal in Blickrichtung, dann dasht man nach vorne. Oder man drückt die entsprechende Taste, um zu dashen. Der Schneesturm stört mich, deswegen will ich das hier mal kurz kaputt machen. So. Ja, wollte ich auch mal gezeigt haben. Dass das ja auch geht. Hey, hoch da und weiter geht's und Schaden kassieren. Yay. Ja. Der Haken an der Sache ist allerdings bei mir ist das, wenn ich den Erdisch habe, gebe ich euch Brief und Siegel drauf, dass ich mich irgendwann sogar recht häufig verdrücken werde und dadurch unnötigen Schaden kassieren werde. Und deswegen, nö, verzichte ich lieber auf das Ding. Ich will nicht Schaden kassieren durch eine Fähigkeit, die, ja, die ich einfach nicht will. Dadurch bleibt mir zwar der E-Tank verwehrt, aber mein Gott, egal, shit happens. Gehen wir weiter, stellen uns dem Boss. Hallo, Blizzard Buffalo. Ja, für viele, ich kenne zumindest, ist er vielleicht der leichteste Boss im Spiel. Für mich allerdings eher weniger. Ich habe immer Probleme mit dem Zeitgenossen. Einfach weil, ja, ich schlecht abschätzen kann, wann er jetzt halt sein, genau, Dash hier durchzieht. Und wann er gegen die, wann er gegen die Wand fährt oder wann er einfach stehen bleibt. Das war gerade ein bisschen dumm, das war noch dümmer. Wir würden ihm jetzt der Erdisch helfen, aber haha, er spielt mit. Und geht in die zweite Phase. Oh nein, Megastrahl, der mich nur einfriert. Oh, wie schade. Aber er macht mir keinen Schaden.
kann mich durch Tastenhämmern schon wieder befreien und ich muss nur weit genug weg sein, damit ich früh genug frei bin, bevor er kommt. So, die zweite Phase ist mir hier wesentlich lieber. Oh Gott, nein. Der Scheiß. Und tot. Ja, da habe ich die Kugel. Gerade jetzt muss er nochmal seine Kügelchen werfen. Und ich bin tot. Oh, verdammt. Stimmt ja, da war ja was. Da war ja was. Ich hätte ja nur Leben. Dank. Bit und Toxic Seahorse. Shit happens. Na gut, dann rushen wir eben nochmal durch die Stage. Macht mir nichts aus. Können wir nochmal die schöne Musik genießen und hier ohne Damage durch. Na, was sagt ihr jetzt? Also bei den Stacheln gerade, meine ich. Gut, ja. Was kann ich noch ein wenig erzählen? Falls ihr euch fragt, Mensch, warum kam gestern nix? Ich hab gedacht, dann macht ihr wieder weiter und alles, bla. Es hatte einen speziellen Grund. Ein anderes Spielprojekt hat ein kleines Problem verursacht. Es geht um Breath of Fire 2. Ein Infovideo dazu wird am Freitag kommen. Ich muss ein kleines Stückchen nachspielen, da komischerweise irgendwie mein letzter Safe Weg war. Ich durfte wieder beim Kolosseum anfangen, sagt das Schildspiel. Oder danke, Emulator. So, jedenfalls. Ja, heute geht's weiter. Da unten ist immer noch nichts. So, und durch da. So, gut, da wir die Stage jetzt schon kennen, gehen wir gerade ein bisschen Themen aus. Dr. Light. Dr. Light, den guten, den wir da gerade in der Kapsel gesehen haben. Gerade halt, als wir das Boost-Upgrade abgelehnt haben. Daneben. Gehen wir halt mal unten rum. Daneben. Ja, Dr. Light. Ja, ist das Bindeglied zwischen der X-Reihe und der Classic-Reihe. Er ist der Erfinder des klassischen Mega Mans und auch des jetzigen Mega Mans, also von Mega Man X. In dieser Reihe ist er schon längst verblichen, hat jedoch überall irgendwie seine Kapseln verteilt und schanzt damit X neue Fähigkeiten, Upgrades zu. Wo ich mich immer wieder frage, mein Gott, warum zum Teufel hast du ihm das nicht gleich eingebaut? Und warum deinstalliert X die Upgrades nach jedem Teil wieder? Das Einzige, was er wirklich behalten hat, war das das Dashen. Das wird wehtun. Ja, wow. Dort muss ich mir ein bisschen Mühe geben. Aber stimmt, was ich bisher so an anderen LPs oder auch Büchten oder Foren so gesehen habe, viele bezeichnen den hier als den leichtesten Standard-Boss. Nö, gar nicht. Ich habe immer Probleme mit dem Kerl. I don't like him. Oh, wow. Ein Problem bei ihm ist einfach, mir ist der Raum zu groß. Aber nee, das ist nicht wirklich. Ich sehe einfach nicht wirklich, wann er seinen Dash durchzieht und an die Wand fährt. Oder, wow, genau, oder wann er einfach anhält. Und wann er das hier einfach mal startet. Oh, stirb, fahr zur Hölle. Babsack, mag dich nicht.
Ja. Siegerpause. Bitteschön. Ja, ja. Die X und die Klassikreihe. Dr. Light ist übrigens nicht das einzige Bindeglied. Es gibt da noch was. Doch das wurde erst im X, Mega Man X4 aufgedeckt. Und hat etwas mit allem zu tun. Mit dem Warum immer wieder was passiert. Und deswegen werde ich mir jetzt einen Teufel tun und hier was spoilern. Wir haben jedenfalls das Frost Shield erhalten. Ja, und machen uns auf in die nächste Stage. Tja, die nächste Stimme galt der Viecher. Badabam, badabam, bam, badabam, badabam, bam, badabam, 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 badabam. Neon Tiger. Der Wolverine-Verschnitt unter den Mavericks. Oh yeah. Mit einer richtig blöden Sage-Mucke. Die Sage ist in Ordnung, aber die Musik mag ich gar nicht. Die ist so dröge. Dabei bietet die Sage auch eigentlich was Besonderes. Und zwar, danke, dass du so bereitwillig herkommst, liebe Libelle. Ja, ihr seht, Gegner, die uns nicht wehtun. Nö, diese Libellen hier können wir als Plattform missbrauchen. Und kommen damit an Stellen, die wir so nicht erreichen würden. Oder jedenfalls, na gut, mit Dash-Upgrade würden wir an die meisten rankommen, aber trotzdem, ich find's cool. Trotzdem gehe ich jetzt mal kurz den normalen Weg. Ich könnte, wenn ich jetzt auf die Libelle da hochgehe, mich da oben links an die Wand ran schummeln und damit den ersten Bereich komplett skippen. Aber nö, wir machen das Ganze mal normal. Warum stirbst du nicht? Ich dachte, du wärst schon längst tot. Stirb, verrecke, du ewiges... Okay. So schlimm ist er nicht. Na Gott, die Dinger hier sind viel schlimmer. Morgensternschwinger. Vor allem, weil die einfach irgendwie viel zu oft eingesetzt werden. So, seht ihr da oben was? Mein Gott, wie kommen wir da nur ran? Mit deiner Hilfe! Oh, nur noch rüberfahren. Danke. Was ein gutes Taxi. Oh yeah. Leute, unser erster E-Tank, den wir in den Challenge-Regeln legitim einpacken können. Allerdings muss ich sagen, die E-Tanks, oder ehrlich gesagt Sub-Tanks in dem Spiel, mag ich jetzt nicht so sonderlich. Ich gehe nochmal runter, um euch was zu zeigen. Und zwar, ja, hier kommt man normal her. Also hier ist der Level-Anfang. Bla, man geht hier rein. Ja, nee. Springt hier auf. Wenn man nicht gerade rum, der ist viel blöder. Ist jetzt auch nicht sonderlich schwer. Na komm, komm mal bitte runter. Runterkommen. Runterkommen. Lass doch den Ding los, ja? Danke. War das jetzt zu schwer? Ja. Jedenfalls. So. Wir sind auch da oben. ja. Die Subtanks in der X-Reihe mag ich nicht sonderlich. Einfach weil... Ja, sie sind nicht so nützlich wie in der Klassikreihe. Die Tanks in der klassischen Mega Man-Reihe konntest du finden oder kaufen, hast sie im Menü ausgewählt, wurdest voll geheilt und das Ding war verbraten, also aufgebraucht. Nur einmalig nutzbar und gut war. Gut war's. Übrigens, der Stippere Wand, Secret, Bonuswaffe nötig. Nichts für uns. Ja. In der X-Reihe hingegen ist es ein bisschen anders. Wir müssen... Gucken, ob ich es schaffe. Wir
muss ich. Ja, kein Schaden kassieren. Okay, dann lass ich's. Wir müssen bei voller Energie sein und dann weitere Energiekapseln einsammeln. Diese Energie wird dann dem Subtank zugeschrieben und wir können ihn dann halt wieder leeren und die gesammelte Energie unserer Lebensreste wieder zuschreiben oder zuführen. Ja, damit ist der Subtank unendlich oft benutzbar, muss halt immer wieder neu beladen werden. Aber mir ist es zu umständlich, ich will die alten Dinge wieder haben. Zudem, wenn man sich den Spaß macht und das Spiel wirklich auf 100% spielt und wirklich alle Lebensupgrades und so holt, dann glaube ich, war es sogar so, dass der E-Tank einen nicht mal voll geheilt hat. Nein. Nur zu, ja, vielleicht auch er spitzt raus und stirbt. Haha. Bisschen lame als Zwischenboss. Ja. Jedenfalls, wo war ich gerade? Ja, ich glaube, 3-4 Striche bleiben übrig. Wenn man alle Lebensupgrades hat und dann E-Tank benutzt. Und das ist für mich auch wieder ein Minuspunkt. Das Ding ist mir einfach zu umständlich. Zu speziell. I don't like it. So, egal. Weiter geht's. Nicht in dich reinrennen. Du bist böse. Du musst sterben. Genau wie du. Du. Und auch du. Und auch. Okay, okay. Ich führe schon auf damit. Das ist immer mies. Wenn man Energie einsammelt, dann friert das Spiel kurz ein, bis einem die Energie auch wirklich zugeschrieben wurde. Ja, jetzt wäre ich deswegen fast in den Abgrund gedasht hier. Was ist Abgrund? Die Spikes. Zwischenraumlehrer, hoffe ich mal einfach weiter. Hallo Byte. Der nächste von Dr. Dopplers Schergen. Ihr wisst ja, oder wisst vielleicht noch, Bit und Byte wurden zusammen losgeschickt und genau wie Byte kann der, genau wie Bit kann Byte in jedem großen leeren Raum in jeder Stage auftauchen. Allerdings zum Glück erst, wenn Bit tot ist. Also, was sagt ihr denn Schönes? Oh, nett dich zu treffen, X. Ich bin Byte. Ich wurde programmiert, um dich auszulöschen. Na danke. Aber ich kann sagen, wow, ja, Byte ist böse. Byte ist wirklich böse. Aber wenn man es mal schafft, aus seinem Radius herauszukommen, wenn man es schafft, ihm wirklich auszuweichen, ist er wiederum der einfachste Boss im Spiel. Man muss nur früh genug von der Wand abspringen. Tja, das ist alles. Mehr kann der Gute nicht. Ich schmeiß diese Dinger, von denen ich nicht mehr weiß, was sie bringen. Mir machen sie jedenfalls, glaube ich, keinen Schaden. Vielleicht die Zielmarkierung, der so blind und sieht die Wand nicht. Aha, also hier hinrammen, alles klar, ich verstehe. Ja, und wenn er halt einen trifft, dann gibt's übel Haue. Und zwar richtig. Ihr habt es gesehen. Ja, wenn man den Dashsprung hier nicht drauf hat, dann ist man ordentlich in der Bredouille. Dann ist es echt knackig, dem Kerl auszuweichen. Ja, aber das war's auch schon. Flasche. Ich dachte nicht, dass du so viel Kraft hast. Ja, ich hab diesmal verloren, aber beim nächsten Mal will ich dich zerschmettern. Und damit ist er wieder weg. Ja, es gilt dasselbe wie bei Bit und Vile. Auch Byte wäre vernichtbar gewesen, zwar endgültig vernichtbar, wenn wir ihn denn mit seiner Schwäche bekämpft hätten.
ja, hat nicht sollen sein. Jetzt mir die Stachelfresser ausschalten. Die acht so gefährlich sind. Energie, danke. Was will ich mit Waffenenergie? Könnte gern behalten, den Rest braucht doch keiner. Ah, genau, einfach nur die Kante treffen und das Ding ist eingesackt. Stacheln. Sollte nämlich das jucken. Ich juckt aber, dass die Libelle jetzt hier weg waren. Nein, 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 ich brauche dich. Denn ich weiß, dass hier oben noch etwas für mich ist. Oh yeah, Life Upgrade. Damit, ab zum Boss. Kurz gucken, zwei Leben, sehr schön. E-Tank ist aber leer, scheiß drauf. Denn, ja, Neon Tiger oder Wolverine. Ihr solltet jetzt nicht so das große Problem sein. Ich habe nur ein Problem mit dem Kerl. Und zwar, wenn er schießt. Zwei, drei. Ich vergesse zu gern, dass ein dritter Schuss. Ja, sein dritter Schuss ist immer gerade. Okay, okay. So. Ich brauche jetzt nur ein bisschen Konzentration und ich. Ja, ja, ich habe bei dem immer das Bedürfnis, springen zu wollen, wenn der schießt. Immer. Ich muss mir echt, ja, immer ins Gedächtnis rufen. Der dritte Schuss ist der gefährliche. Der Rest ist Kinderkacke. Ich sollte vielleicht mal dashen, wenn ich, wenn er schon kommt. Das Geräusch. Ja. Okay. Gut, ich habe gegen verkackt. Aber hey, bisher habe ich ja fast keinen Boss im First Try geschafft. Ja, ja, im letzten Part habe ich noch gesagt, ich habe noch nie einen Boss geschafft, aber es stimmt eigentlich nicht. Gleich der erste Gegner. Crush Crawfish. War Buster only. Dritter Schuss, dritter Schuss. Von daher, ich habe gelogen, es tut mir leid. So, erstmal den Vordaschen. Vielleicht kann man damit ein bisschen verleiten, wieder runterzukommen. Nein, natürlich nicht. Aber ich würde gerne in dem Eck bleiben, mein Guter. Aber das Nabis ist scheiße. So, gehen wir dahinter, genau. Da schließt sie mich gut. Die Geräusche. Da, da, da. Okay, dass du wieder zurückgehst. Da, 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 da. Ich muss sagen, ich mag die Boss-Team hier eigentlich. Zum Mithören. Ui, zweite Phase-Move. Sehr gefährlich. Zumindest sehr stark. Naja. Ja, zum Mithören ist die Musik zwar nicht so tolle, aber im Kampf macht er einfach Adrenalin, deswegen ja, finde ich sie schon gut. So, dem Tiger haben wir die Zähne gezogen. Damit waren es nur noch zwei. Siegerpose. Ding. So, wir bekommen eine der wohl besten Waffen im Spiel. Hallo, hallo. Hier ist der Ray Splasher. Mein persönlicher Platz 2 unter den Waffen hier. So. Damit sind nur noch der Katzenfisch und das Rhinoceros übrig. Die kommen dann das nächste Mal. Ja, ich würde dich erboten lassen, aber ja. Wer wird wohl als nächstes kommen, wenn nur noch zwei übrig sind und ich immer nur zwei Status im Video mache? Ihr könnt ja mal raten. Also Leute, bis dann. Ciao.